Wir sind André und Laura und zusammen mit unserer Hündin Luna wohnen wir seit 2019 in unserem selbst ausgebauten Bus. Seitdem erkunden wir die Welt und teilen all unsere Erlebnisse hier auf unserem YouTube-Kanal. Na dann, auf geht's! Ach, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Noch aus Schweden. Noch. Weil wir haben nämlich einen Plan und den zeige ich euch jetzt mal kurz. Das ist nämlich die Wetterprognose für die nächsten Tage. Die sieht gar nicht gut aus und Nordlichter werden wir da wahrscheinlich auf keinen Fall sehen. Und das hier ist die Wetterprognose für Norwegen und zwar für die Lofoten. Ja, und wenn wir hier mal gucken, so weit sind die Lofoten überhaupt nicht mehr von uns entfernt. Das sind ungefähr nur noch 200 Kilometer. Ja, und deswegen haben wir uns einfach kurzerhand entschlossen, nach Norwegen zu fahren. Ist aber gar nicht so einfach, weil als Deutscher darf man aktuell in Norwegen zwar einreisen, muss dann aber 10 Tage in Quarantäne. Das wollen wir natürlich nicht. Und jetzt gibt es die Sonderregelung, nämlich aus Nordschweden, nämlich aus dem Bezirk oder Bereich Norrbotten. Wenn man dort einreist, dann gilt diese Regel nicht. Das heißt, wir versuchen es heute einfach mal. Und ja, da fahren wir jetzt mal hin. Gerade sind uns welche entgegengekommen, die mit uns am Parkplatz übernachtet haben. Und in diese Richtung gibt es nichts außer Norwegen. Und jetzt habe ich schon ein bisschen Angst, weil die sicherlich nicht reingelassen wurden. Also mal schauen, ob wir es schaffen. Leute, wir sind okay. In Norwegen. Wir sind einfach in Norwegen und da war nicht mal eine Kontrolle. Und wir haben vorher von Leuten gehört, die ein paar Tage vor uns rüber sind, dass da eine Kontrolle war. Und heute ist halt Sonntag und jetzt fragen wir uns, ob vielleicht am Sonntag, wir haben vielleicht frei oder so. Aber dann nehmen sie es ja wirklich nicht so genau. Dafür, dass ich mir gerade schon fast in der Hose gemacht habe, sind es jetzt ganz schöne einfache. Es ist eine ganz schöne einfache Überfahrt gewesen. So. Gut, wir sind jetzt ja in Norwegen angekommen. Wir sind immer noch total verblüfft, dass das geklappt hat und dass da einfach kein Grenzbeamter war. Warum nur? Ich glaube, wir werden noch verhaftet. Ja, wir werden wahrscheinlich noch verhaftet und verfolgt. Aber ist ja auch wurscht. Jetzt sind wir angekommen. Erstmal in... Ist auch wurscht, wie die Stadt heißt. Aber jetzt haben wir nochmal den Plan umworfen. Und zwar haben wir uns das Wetter doch nochmal genauer angeguckt auf den Lofoten. Und zwar ist da gerade echt doller Wind für die nächsten Tage angesagt. Und mit Wind machen wir uns, glaube ich, keine Freude. Und wir haben neulich im Video von Our Travel Venture gesehen, dass sie auf Senja waren und dass sie da, dass sie eine sehr, sehr schöne Zeit hatten, dass sie das als kleinen Geheimtipp sehen. Wir haben jetzt auch nochmal einen Artikel dazu gelesen, dass das nicht so touristisch ist und so. Und wir haben uns jetzt kurzerhand entschlossen, nach Senja zu fahren, weil auch da das Wetter besser ist tatsächlich, also kein Wind. Und ja, machen wir uns auf den Weg. Guten Morgen aus Senja. Morgen. Wir starten den ersten Tag direkt mit einer Wanderung. Es ist jetzt um 7. Die Sonne soll 7.20 Uhr oder so aufgehen. Darum sind wir theoretisch spät dran. Aber bis die hinter den Bergen hervorkommen, es gibt uns ein bisschen mehr Zeit. Und darum gehen wir jetzt mal los. Mal gucken, ob wir es schaffen. Also wir wandern auf so einen Berg, damit wir einen Blick auf einen anderen Berg haben. Der heißt Segler. Na, bist du noch fit? Es geht jetzt eigentlich wieder, ja. Echt, ich bin gerade richtig fertig. Ist halt anstrengend, aber was erwarten wir von Norwegen? Wo müssen wir hin? Ich weiß nicht. Auf dem Berg da. Der sieht gar nicht mehr so hoch aus, aber der ist noch echt weit weg. Ob man da hoch geht. Doch, oder das ist der. Ja, aber geht man da ganz hoch oder irgendwo dahin? Nee. Naja. Immer nicht geschafft. Wir machen Pause, weil wir so fertig sind.
Wir haben noch 100 Höhenmeter vor uns auf mega kurzer Strecke. Das sieht überhaupt nicht hoch aus. Ich finde, das sieht mächtig hoch aus. Ja, aber auf der Kamera nicht. Ach so. Wir haben es geschafft. Wir haben es endlich. Oh Gott. Und nochmal kurz zu den Fakten, die wir meistens nicht erwähnen, weil wir sie vergessen. Wir sind auf den Hästen gewandert mit 560 Höhenmetern und wir haben einen Ausblick auf den Segler, der noch höher ist und ich sehr froh bin, dass wir nicht auf den gestiegen sind. Und die Wanderung war schon hart. Ich weiß nicht, ob wir einfach nur unfit sind oder ob sie wirklich so hart war. Ich glaube, sie war tatsächlich ziemlich anstrengend. Und ja, die Aussicht lohnt sich und ich glaube, wir frühstücken jetzt erstmal was. Wir haben es geschafft. So, warte mal, es ist jetzt nicht mal um 11 und wir haben unsere Tagesleistung schon vollbracht. Stand here a while, take a little time. Since you went away, you came to a halt. Boah, Leute, ich bin immer noch so fertig, ey. Die hat mich echt gekillt, die Wanderung. Wir sind jetzt noch ein gutes Stück gefahren, weil es ist gar nicht so einfach, hier auf Senja gute Plätze zu finden. Vor allem, weil die Sonne so tief steht. Folgendes, wir haben jetzt richtig Bock, uns irgendwo an den Strand zu legen. Und hier gibt es wirklich richtig viele Strände mit türkisblauem Wasser, weißem Sand. Aber die sind alle fast im Schatten, weil die Sonne halt nicht mehr hoch genug steht. Jetzt mussten wir ein paar Strände anfahren. Jetzt haben wir einen gefunden. Problem nur ist hier, dass man hier nicht campen darf. Ist aber egal, das heißt, wir verbringen heute einfach einen schönen Tag und dann fahren wir halt irgendwo anders hin, wo wir dann die Nacht stehen dürfen. Und jetzt gehen wir mal raus und zeigen euch mal. Berg zum Strand, das geht glaube ich nur in Norwegen. Wir sind jetzt an einem super schönen Landstrand angekommen. So Leute, wir sind jetzt im Oscar. Der Sonnenuntergang sah gerade richtig cool aus und wir checken gerade unsere Polarlicht-App und der Wert ist heute bei 3,67, was ziemlich hoch ist. Die letzten Tage, wo wir die leichten Nordlichter gesehen haben, war er nur bei 2.
Das heißt, heute könnte es was geben, wenn es sich nicht zu schnell bewölkt, weil es soll sich die Nacht bewölken. Gucken wir mal. Entweder ihr seht jetzt Nordlichter oder ihr seht uns dann am nächsten Morgen ohne Nordlichter. Oder ihr seht, wie wir Suppe essen. Ne? Bis dann. Sonne blendet aber. Und da waren sie gestern wieder, die Nordlichter. Ganz schön stark gestern. Gestern war ganz schön was los, muss man sagen. War schon beeindruckend. Heute geht's weiter. Wir erkunden weiter Senja. Und wir sind aber ein bisschen K.O. von gestern, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also mir steckt das schon ganz schön noch in den Knochen. Und dir? Mir geht's eigentlich gut. Ja, Laura ist, glaube ich, ein bisschen fitter wie ich. Und deswegen machen wir heute nur so ein paar kleine Sachen, aber es gibt, glaube ich, eine ganze Menge noch zu erkunden. Zuerst wollen wir auf so einen kleinen, das ist wie so ein Skywalk, und ja, da fahren wir jetzt einfach mal hin. Ein kleines Stück weiter gefahren zum Tungeneset Rastplatz, keine Ahnung wie das heißt, und hier gibt es so einen Holzsteg und man hat einen richtig geilen Blick auf die spitzen Berge im Hintergrund, und da gehen wir jetzt mal hin. Und eindrücklich? Ganz dolle eindrücklich. Ja, heute ist der nächste Tag. Jetzt hier die Nacht verbracht. War ein bisschen merkwürdig an der Straße, weil es kam auch einmal einer mit lauter Musik vorbei und hat gehupt, was man so aus Norwegen gar nicht kennt, ne, dass die Leute sich gestört fühlen. Und hier standen also nicht so viele Leute. Naja, ist egal. Heute wollen wir den Tag ein bisschen ruhiger angehen lassen, weil heute Nachmittag, Abend soll es wieder aufklaren. Und dann wollen wir nochmal auf einen kleinen Berg wandern. Ist aber diesmal nicht ganz so anstrengend, hoffentlich. Und ja, bis dahin lassen wir es erstmal ruhig angehen. Gut, aber bevor es jetzt auf die Wanderung geht, haben wir erstmal nochmal eine kleine Pause im Ersfjord gemacht. Das ist nämlich ein richtig schöner Strand, umgeben von Bergen. Und hier kann Luna gleich nochmal am Strand toben. Und zeigen wir euch den erstmal, der ist nämlich richtig geil. Wir sind auf unserer Wanderung. Wir haben Luna hier lang.
die Zeit aus den Augen verloren und sind jetzt irgendwie viel zu spät erst los, weil die Sonne ist schon fast weg. Aber wir versuchen es trotzdem. Wir sind nämlich gar nicht so weit weg. Schaffen wir das? Ja. What shall we call us? Hobos per se. We'll find that out on the way. So let us just do. So, wir machen jetzt bei halber Strecke Stopp. Ich bin heute voll fertig, ich kann nicht weiter. Und hier ist es auch schön. Wir haben auch einen Blick auf Heuer. Nee. Husoy. Dieses kleine Fischerinselchen. Und die Sonne geht gerade unter, also ist doch perfekt. Ja, bis dahin würden wir es nicht mehr schaffen. Vielleicht schon, aber ich mag nicht mehr. Es ist uns jetzt gerade nicht wert. Ja. Wir genießen jetzt lieber so den Ausblick. Und da ist Husoy. Ein ganz kleines süßes Dörfchen. Wir kommen so eine Straße runter und müssen abbiegen nach links. Und hier stehen irgendwie Autos und hier läuft so ein Mann in Warnweste lang. Luna, wir haben es im Griff, danke. Und dann ist da so ein Mann im Auto, der zeigt auf uns mit dem Finger und dann kommt der Mann mit Warnweste und meint so, ja, halbe Stunde dauert's. Also. Wir wollen doch einfach nur zu unserem Schlafplatz. Ja, wir sind 13 Minuten entfernt. 13 Minuten, ja, 10 Kilometer. Jetzt müssen wir eine halbe Stunde warten. Naja. Okay, wir haben es jetzt geschafft, trotz Baustelle. Aber schaut euch mal an, wie geil das ist. Hier ist einfach ein kleiner Privatstrand. Und hinten raus das Meer. Aber wir sagen jetzt gute Nacht. Guten Morgen, wie schön dieser Blick hier einfach heute war. Leider müssen wir weiter. Also was heißt leider? Wir wollen ja die Insel erkunden. Und wir sind komplett unfertig gemacht, weil ein Dorf weiter ist eine kostenlose Dusche. Und die steuern wir also auf jeden Fall erstmal an. Und eigentlich wollen wir heute noch eine Wanderung machen. Und wir merken gerade, dass es alles ein bisschen knapp wird. Wir wollen noch duschen, müssen da hinfahren. 1,5 Stunden und die Wanderung ist 4 Stunden. Bis 5, sagen wir mal 4. Und es wird ja schon um 18 Uhr, halb sieben dunkel. Oh, das ist wieder typisch wir. Aber mal gucken, vielleicht schaffen wir es. Ja, und dann ist hier einfach im Hafengelände die Möglichkeit zu duschen. Na, wie fühlst du dich? Ja, sehr gut. Es war ein bisschen stressig, weil wir jetzt los müssen, aber... Aber gut. Aber sehr gut, ja. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns direkt im Nationalpark wieder. Hallo aus dem Anderdalen Nationalpark. Wir sind angekommen, laufen jetzt los und nur ein paar hundert Meter gegangen. Ist hier schon das erste Klo, Feuerstellen, alles voll schön gemacht. Und schaut euch mal dieses Klo an. Das sieht einfach so geil aus. Ne? Man kann halt auch schöne Sachen bauen, oder? Ja, man kann sehr schöne öffentliche Einrichtungen zaubern. Ja, und hier hat man schon voll den schönen Ausblick und... Ja, dann gehen wir jetzt mal zum See. Wir gehen jetzt mal weiter. Oh Leute, wir haben es geschafft. Wie lange haben wir jetzt gebraucht? Kein Bock mehr. Es waren nur 6 Kilometer, aber der Weg war echt hart, weil es war komplett matschig und voll. Man musste die ganze Zeit eigentlich nur einen Weg suchen, wo man nicht einsinkt. Ja. Und jetzt sind wir da. Wir haben so 1,5 Stunden gebraucht, 2 vielleicht eher. Und hier ist mit Abstand die geilste Übernachtungshütte, die wir je gesehen haben. Und ja. Ich weiß nicht, ob das nervt, wenn wir das ständig zeigen, aber die hier ist wie ein Haus. Wie ein kleines Häuschen, ja. Mitten im Nationalpark, mitten im Nirgendwo. Das Einzige, was ich ein bisschen creepy finde, ist, dass man das von außen zumachen kann. Weil was ist denn, wenn irgendwer kommt und das dann, wenn man da drin ist, zumacht? Hier ist es halt einfach mega krass. Okay, also einmal hat man hier einen richtigen Gaskocher
Wie ein Wohnmobil. Also, ja, einen richtigen Gaskocher mit Gasflasche. Hier ist Besteck, Geschirr. Zwei Betten. Die Matratze kann man bestimmt noch, wenn das da oben anhängen. Wirklich? Kann man bestimmt hoch machen. Ein Ofen, ein Tisch zum Ausklappen. Wow. Ein Spiel, Kerzen, Ausblick. Okay, jetzt müssen wir aber zurück, ja, sonst wird's dunkel. Aber es ist schon cool. Voll cool. Es regnet auf einmal voll dolle. Oh Mann. Das hat uns jetzt noch gefehlt, ne? Wir wollen einfach nur zurück. Der Weg ist halt so krass matschig. Ich bin eben schon einmal so richtig ins Nasse geslidert. Nein, was? So, ihr Lieben, wir haben es gestern noch gut in den Bus geschafft und haben dann auch heute die Insel verlassen. Wir sind wieder auf dem norwegischen Festland. Senja hat uns richtig gut gefallen. Ist wirklich, wirklich eine sehr schöne Insel. Und vor allem so auf kleinstem Fleck kombiniert die irgendwie alles, was Norwegen irgendwie zu bieten hat. Und zwar so Fjorde, die aber irgendwie leicht zu umrunden sind mit dem Auto, also die nicht so die Ausmaße haben wie diese großen Fjorde hier. Dann diese krassen Berge, die schönen Sandstrände mit türkisblauem Wasser, kleine süße Dörfer. Also das ist schon sehr schön. Und ich glaube, gerade für jemanden, der vielleicht das erste Mal in Norwegen ist, ist das was Besonderes, weil, wie gesagt, man hat irgendwie alles auf kleinster Fläche und man kann alles gut erreichen, ohne eben kilometerweit fahren zu müssen. Oder hunderte Kilometer weit eher. Weil das ist eben schön komprimiert an einem Fleck. Und wir stehen jetzt vor einer Entscheidung, und zwar wirklich, ob wir links fahren oder rechts fahren. Links geht's zurück nach Schweden, also Richtung Abisko, und rechts geht's auf die Lofoten, also auf die Inselgruppe unterhalb von, südlich von Senja. Wir wissen es selbst noch nicht. Wir müssen uns jetzt nochmal beraten. Mhm. Wir sind uns unschlüssig, weil es gibt so viele Faktoren, das Wetter, die Strecke, die Zeit, die Kosten, es ist halt alles ein bisschen schwierig, was wir hier bedenken müssen. Und ja, wir beraten uns jetzt mal. Ihr seht im nächsten Video, wo es hingeht. Und ja, da könnt ihr gespannt sein. Genau, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und bis dann. Tschüss. Okay, Leute, einmal müssen wir uns mal ganz kurz melden. Wir stehen immer noch vor der Entscheidung. Rechts Lofoten, links, sieht man ja gar nicht, nach Schweden. Und jetzt kommt da einfach gleich ein Dudo Farbe. Genau in unserer Farbe. Hä, was ist das denn? Was ist das für ein Kennzeichen? Deutsche. Wie lustig. Hallo. Moin. Du siehst so süß aus. Süß? Ich sehe wild aus. So, dann verabschiede dich mal. Oh, du redest mit mir. Tschüss. Ich bin aufgeregt.